Guten Abend, meine Trinkfreunde, und herzlich willkommen zum nächsten Trinktest auf dem Kanal. Wir schauen uns wieder eine neue Marke an. Es gibt eine neue Markeneinführung und es geht weiter mit Active O2. Ja, ein Getränk, was ich glaube auch schon keine 20 Jahre auf dem Markt ist. Also ich kenne es, seitdem ich klein bin, seitdem ich ein Kind bin, und es war, also keine Ahnung, ob ich das erste Mal getrunken habe, mit 6 oder so bestimmt auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall auch schon Ewigkeiten. Haben wir uns die angeschaut? Ich war selber überrascht. Ich weiß immer manchmal nicht, bei über 1000 Produkten weiß ich aber immer nicht, okay, haben wir das schon getestet oder nicht. Muss ich mal kurz nachgucken. Aber wir haben noch keine Active O2 Getränke angeschaut. Und deshalb geht es heute, mach den Start Active O2. Ah, hier noch mit den Eisbergen und so, wie man es kennt. Active O2 Lemon. Ja, also Zitrone bzw. Limone, aber ich denke, es ist so auf Zitrone angespiegelt. Ja, designtechnisch grundsätzlich, wir haben hier so eine Folie rum, ist es einfach eine durchsichtige Plastikflasche. Plastik natürlich nicht so gut, aber viel mehr Komfort in meinen Augen, weil halt ja, Transport, Schaden ja, und solche Dinge da hat es. Die Vorteile, Nachteile halt natürlich in den Mikroplastikstoffen. Ja, ich mach's mal so. Also ich habe mir schon gesagt, so ab einem gewissen Alter will ich auf jeden Fall nur noch Wasserflaschen trinken, aber bis dahin probiere ich so, ja, mich ein bisschen durchzumogeln, sagen wir es so. Naja, aber sonst designtechnisch ganz cool. Die Folie, also ne, oben drauf hier, schön gemacht. Wir sehen hier so Eisberge mit dem Active O2. Eine Pfandflasche haben wir, 0,75 Liter preislich. Ja, ist okay, wenn man es mit so, ne, manchen Influencer-Marken vergleicht, ist sogar noch günstig oder günstiger, sagen wir es mal so. Ja, ist jetzt nicht billig, ist jetzt aber auch nicht super teuer. Active O2 mit dem extra an Sauerstoff. Und das checke ich nicht. Ich check's nicht. Also ich check schon, da sind halt mehr Sauerstoffmoleküle oder Verbindungen dann drin. Aber was bringen die im Körper? Also tut's dann irgendwie im Darm oder so, wird da dann das Sauerstoff absorbiert und kommt dann besser in unser Blut oder sowas. Also ich finde es total erstaunlich. Ich werde mich danach mal ein bisschen informieren. Naja, Active O2 mit extra Sauerstoff, 40 Milligramm pro Liter. An sich auch eine nice Sache. Ich denke mal vor allem für die Energie und sowas. Wenig Kalorien, ohne Kohlensäure, Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack, mit Zucker und Süßungsmitteln. Eieieiei. Hätte ich das davor gewusst. Ja gut. Also ich, ja, vergesst es, Leute. Und die Obermarke, was ich gerade gesehen habe, ist Adel Holzner. Entweder haben die damals aufgekauft oder die stecken schon immer dahinter. Das ist sehr interessant. Also Adel Holzner ist der Konzern dahinter. Und ja, so genau. Dann, Leute, kommen wir direkt zu den Nährwertangaben hier, 100 Milliliter. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Lemon findet, ob ihr die gut findet oder nicht. Und eure Meinung dazu, wie immer, würde mich interessieren. So, Nährwertangaben hier, 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 65 Kilojoule bzw. 15 Kilokalorien. Ja, Kohlenhydrate 3,3 Gramm, davon Zucker 3,3 Gramm. Rein von den Kohlenhydraten geht's. Jetzt ist halt das Problem eben mit den Süßungsmitteln. Naja, kommen wir zu den Zutaten. Mehr haben wir eben nicht, deshalb wird es auch nicht angegeben, finde ich gut. Zutaten, Hauptzutaten, natürliches Mineralwasser, sehr gut. Dann Fructosesirup, Säuerungsmittel, Zitronensäure, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen. Okay, aber wenigstens haben wir ein natürliches Aroma direkt aus der Zitrone. Dann haben wir Süßungsmittel, Zyklamat, Saccharin und Acesulfam K. Puiuiuiui. Und Sauerstoff haben wir dann noch als letztes, 0,004% zugesetzter Sauerstoff. Ah, Leute, nee. Also mit dem Zucker, okay, aber dann noch die Süßungsmittel. Ja, nee. Also, Gesundheitsnote gibt es eine 4. Ja, ich mach mal 4 plus, ich bin mal nett, aber eigentlich. Nee, ich gebe eine 4 plus. Warte mal, 4 minus, das ist schon ganz viel Zucker. Wir haben beide. Ich gebe eine 4. Doch, ich gebe Gesundheitsnote 4. Hätte viel mehr erwartet, tatsächlich. Hergestellt und vertrieben von der Adelholzner Alten Quellen GmbH in Bad Adelholzen. Schöne Grüße an alle aus Bad Adelholzen. Gesundheitsnote 4. Ich hätte echt mehr erwartet. Ich bin gerade selber ein bisschen geschockt, weil ich habe die jetzt nicht oft, aber so ab und zu mal mir mitgenommen und gedacht, gar nicht so schlimm. Ja, da sieht man mal, wie wichtig meine Videos sind. Oder der kurze Blick auf die Nährwertangaben und auf die Zutaten. So, verschlossen sind die mit so einem ja, Plastikding bei manchen neueren, weil es ja diese Regelung gab. Hängen die dann so seitlich ab, bei meinen irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob die da noch Restverkauf oder so haben. Aber naja, Leute, wir probieren das Ganze jetzt mal. Ungesünder, als ich gedacht habe. Das ist eben so ein Sprüh. Boah, das hat man jetzt nicht gesehen, oder? Digga. Was war denn das? Oh, ich habe gar nicht gedrückt. Oh, yeah. Auf jeden Fall. Das ist so, das hält man eben über den Mund und dann kann man es so reinsprühen oder man kann dran saugen. So, ich zeige mal kurz beide Varianten. Alter, boah, also entweder so.
Mache ich ganz. Boah, geschmacklich kommen wir gleich zu. Oder halt so, aber ich tue es gerne so reinspritzen, weil es einfach so ein cooles Gefühl ist irgendwie. Ja, wie so, wenn man sich abduscht oder so, nur halt im Mund. So, geschmacklich sehr interessant. Wir haben einen schönen Zitronengeschmack. Ohne Kohlensäure und so finde ich sehr angenehm. Es schmeckt gut, es schmeckt schön sanft. Aber das mit den Süßungsmitteln, ich hoffe, die sind nicht überall drin. Aber es schmeckt lecker, also das auf jeden Fall. Also geschmacklich kann ich nicht meckern. Auch die Süßungsmittel jetzt, ne? Wenn man es weiß, man schmeckt sie. Aber wenn man es nicht weiß, schmeckt es eigentlich ganz gut. Ich gebe hier eine 1 minus fürs gesamte Erlebnis. So, ne, mit der Flasche, dass man das so drücken kann. Der angenehme Zitronengeschmack. Minimal stört mich diese, wenn man es weiß, die Süßungsmittelgeschmäcker, aber wenn man es nicht weiß, schmeckt es eigentlich, schmeckt man sie kaum raus. Deshalb, ja, deshalb Geschmacksnote 1 minus, Gesundheitsnote trotzdem 4, bin ich ziemlich enttäuscht. Das war's mit den Active O2 Lemon. Schreibt hier die Kommentare, wie die findet. Und ansonsten sehen wir uns morgen Mittag wieder beim nächsten Active O2 Test. Und bis dahin immer schön bleiben, immer schön gesund bleiben und bis dann. Ciao, ciao.